rennen wie ein Verrückter. Ich habe 6 Lohnstäbe, mehr brauche ich jetzt momentan nicht, aber ich weiß ja, wo es die Festungen gibt. Ungefähr. Ich habe jetzt keinen Glowstone mitgebracht, ne? Macht nichts, ich hab Glowstone. Lol. Provisorischste Brücke ever. Das ist ein Strich in der Landschaft, der sich einfach mal über die Map zieht. So, jetzt bin ich hier noch 600 Blöcke entfernt. 800 Blöcke. Die ich in die Richtung muss. Bestenfalls nicht runterfallen. Hat der immer noch geschrieben? Ne, keine Ahnung. Weil ich gerade keine Augen dafür habe. Und ich gerade am Bauen bin, wie ein Blöder. Ich würd Peppy jetzt so zusammenscheißen, wenn der jetzt nochmal in TS kommt. Wieso? Weil er mit seinem TNT verreckt ist. Nur deswegen, nicht weil er griefen wollte. Ja, und deswegen halt auch. Weißt du, nur weil, weißt du fechtest den Kampf an und verlierst, dann, weißt du, dann braucht man nicht noch offen. Dann soll man bitte seinen Mann stehen und einfach sagen, gut, ich habe verloren. Ja. Das ist vollkommen das menschliche Verhalten, wenn man dann aber sagt, nö. Oh, ein Mini-Zombie-Pigman. Jetzt Pigman. Den Haus weg. Ein Mini-Zombie-Pigman. Tschüss. Gut, hier hinten baue ich dann meinen Aussichtsturm hin. Sweet. Mmm, sweet lemonade. Mmm, sweet lemonade. Ich level noch schnell bis Level, also ich nehme auch das Quarz mit auf den Weg. Ist das Portal von uns safe? Ja, du kannst reinkommen. Boah, scheiße. Lava. Alter, ich habe jetzt so... Was, Lava? Ich habe jetzt nur Schreckmomente in dem Spiel. Irgendwann wird der Witz einfach nur scheißen. Das ist ein Running Gag. Ich habe jetzt nur noch Schreckmomente in dem Dreckspiel. Alter, geht gar nicht klar. Ey, kennst du das, wenn du irgendwie so das unglaubliche Musik-Random-Playlist-Glück hast? Und immer genau die perfekte Musik aus irgendeinem Grund läuft, nee, wenn du spielst. Ich höre gar keine Musik. Ich höre immer, wenn ich Minecraft spiele, Musik nebenher. Und die nehme ich auch gleich mit auf, mit. Weil, wozu bitte? Musst du wegen der GEMA aufpassen, oder? Nö, weil ich extra schon Musik nutze, die einfach schon GEMA-frei ist. Ah, okay, das ist ja cool. Ich bin eben Skiller, ich habe Musik, die ist schön und GEMA-frei. Von Incompetech, oder? Nein, Incompetech finde ich ja nicht so viel richtig Schönes. Ich habe Phantom Mank, der es offenstellt, du musst nur irgendwie ihn crediten, buff, darfst du nutzen. GEMA hat da nichts zu melden, nur er meldet dich höchstens an. Dann habe ich noch, was war das andere? Bossfight, auch nur irgendwie crediten, fertig, ich nutze solche Musik. Hm. Ja, und du musst wissen, Phantom Mank ist einer, der hilft, wenn es sein muss, sogar Indie-Entwicklern bei der Musik. Und darunter ist sogar eine Fan-Version von Mega Man. Okay. Und so eins dieser Lila läuft gerade außerdem, also so ein Mega Man. Und der, du musst wissen, der ist so arschgenial. Gleich ist die Spitzhacke am Arsch. Im Arsch oder am Arsch? Am Arsch. Weil im Arsch ist gleich ein bisschen ungesund. Moment, die Diamantspitzhacke. Uiuiuiui, Alter. Immer bin ich im Never am Ende der Aufnahme, ne? Ich habe jetzt zwei Sachen. Das ist halt irgendwie ja. Ich habe jetzt zwei Sachen in der Aufnahme gemacht. Das war einmal Never Farm. Und irgendwas suchen. Ich hab ein altes Dorf gefunden, das nichts brachte. Ich habe ein Pferd geholt. Habe ich ja auch. Also insgesamt hast du nicht mehr gemacht als ich. Ja. Nur dass ich eben noch hier gerade am Bauen bin. Ich wollte Lohnstäbe finden, weil ich demnächst einmal das Ende suchen gehe und alle drei Endfestungen leer farmen will.
Und ja, es gibt drei Festungen, für alle, die es nicht wissen. Ich erkläre es euch mal kurz schnell. Um den Nullpunkt, 000, also ja, 00 halt, ne? Sind drei Endefestungen ausgelegt. Und zwar in einem gleichseitigen Dreieck. Ein Bermuda-Dreieck? In einem gleichseitigen Bermuda-Dreieck. Ein gleichseitigen Bermuda-Dreieck. Lol. Ich habe mich aber auch durch Ding irgendwas gebaut und habe eine Festung gefunden. Die ich aber schon. Wow, geil, Tadeus-Zombie! Freiheit, endlich. Läuft bei dir. Was ist ein Tadeus-Zombie? Ach so, ah ja, klar. Villager-Zombie. Find's lustig, dass du fragen musstest. Ja, ich hab's im gleichen Moment gepeilt. Weißt du, gerade ich hätte es doch gleich wissen sollen. Ja, gerade du, der weiß, dass es drei Endfestungen gibt. Ich hab schon die vierte gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ich hab eine irgendwo am Sack der Welt. Ne, zwei, ich glaube zwei. Dann eine habe ich da eben Legolas. Ja, da ich hab gerade Endfestungen gesagt, aber egal. Ach so, also es gibt, ich will mit dem erzählen, ich bin voll verpeilt. Also es gibt drei Endfestungen. Und die drei Endfestungen liegen in einem gleichseitigen Dreieck, wie eben gesagt. Gleichseitigen Bermuda-Dreieck, darauf haben wir uns doch geeinigt. 600 Blöcke entfernt vom Nullpunkt. Jetzt zeigt das perfekt passendste Lied ever. Eine Compilation von Phantom Bank zu Weihnachtsliedern. Hm. Wieso ist das Lied in der Playlist drin? Ich find's schön. Ich fliege gerade vor Feuerbällen von einem Gast. Die sind voll heiß. Really? Das sind 64 Blöcke? Da ist eine. Meine Pornobrücke ist da. Ah, geil, ich habe meine geile Brücke gefunden. Ah nee, das war eine andere. Oder? Ja, ich habe eine andere geile Brücke von mir gefunden. Uiuiui, Level 27 bin ich. Oh, da oben gammelt ein Gast. Mega ungeil. Uiuiui. Also ich setze mich auf jeden Fall demnächst an meinen Hexaturm dran. Da ist ein Gast, ich kann den nicht töten. Ziemlich. Zur Erklärung an die Leute, die jetzt gerade meine Sicht schauen, was ich mit Hexaturm meine, ist ein Turm, den... Alter, da ist ein dritter Gast gespawnt. Oh nee. Danke, dass ich auch drin darf. Nee, ich hab schon mal ein Konzept für eine Map gemacht, für einen Turm, der immer wieder sich so regelrecht aus sich hinausschiebt, nach und nach, und recht extrem hoch werden kann, wenn man richtig angeht. Aua. Und das Heftige an dem ist, den habe ich sogar schon mal komplett zu Ende gebaut. Zweimal. Hat mich nur gut zu circa eine Stunde gedauert, bis ich den gehabt habe. Im Creative. Und das Runterkommen war das Schlimmste eigentlich, wenn man im Survival das machen würde, weil... Bring du mal vom Rand, von Maximalhöhe bis nach unten, ohne zu sterben. Ohne Wasser irgendwo in der Nähe zu haben. Easy. Jeden Montag. Da waren drei Gasts. Mach jeden Samstag in meiner Freizeit. Da waren eben drei Gasts. Einen habe ich getötet im Nahkampf. Die mir ans Leder wollten. Sleder. Es ist auch ein Running Gag ist mittlerweile schon. Boah, ich bin jetzt auf 400 Blöcke entfernt, ne? Ich grab mich gerade durch das rote Stein. Durch den roten. Boah, ich hab. Komm, ey. Scheiß Stein, ernsthaft. Scheiß Sattel. Wir haben doch genügend Sattel. Ich brauche nicht vier Stück extra mitnehmen. Gut, das, was ich jetzt befürchte, ist, glaub ich, wahr. Ja, wunderbar. Gucken wir mal was anderes. Buddeln wir uns aber nochmal irgendwie 100 Blöcke in die Richtung, dann... Noch 4 Minuten. Ja, ich seh's. Oder überziehen wir? Oder halten wir uns da konsequent dran? 4 Minuten. Hast du ja eben gesehen. Der Akazienbaum hier stört. Ja, ich bin wieder draußen in der Oberwelt. Gut, dann schau doch mal hoch zu Nils Haus. Da müsstest du jetzt was Gutes sehen. Ja, ich hab noch Melonen.
Alter, zum Glück habe ich noch Melonen dabei. Und ich hab's voll verplant, da ich Melonen hatte. Kann ich ja doch noch level, kurz leveln. Sleveln. Hast du jetzt Nether Bricks dabei? Ich bin auch auf dem Weg zurück, aber ja, ich habe genügend dabei. Ich hab, ja, 39, aber ich habe noch ganz viel Nether-Zeug, Stein, so ganz normal Nether-Gestein. Netherrack. Ja. Du sollst Befestigungsstein mitnehmen. Ja, du kannst den brennen, dann hast du Ziegel. Ich weiß, das tue ich auch die ganze Zeit, aber... Ich hab 39 Ziegel. Also müsste es jetzt symmetrisch angehen hier. Ich bring dir einen Arsch voll Stacks mit. Von dem normalen Stein. Den kannst du alles zu Ziegel verhauen. Mit jupp, dem jupp, 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 passt. Lava-Eimer? Lava-Eimer. Dann so 1, 2... Level 28, 29. Ah, ich hab viele schon gebaut. Ah gut, ich bin gleich 30. Ich hab noch genau einen einzigen Brick. Von den so, total gar nicht teuren. So, Level 30. Nethersteine. Nether Stone. Warte, Ziegel oder den Ziegel, ja, Ziegelstein eben. Weil hier kommt jetzt mal sozusagen meine kleine Mini-Nether-Festung hin. Ja, dann mal, ich... wächst Gras nach oder wieso war da plötzlich wieder ein Grashaufen? Kann sein, ja. Wenn nebendran ein Grashaufen ist, dann wächst es nachher. Ja. Voll doof. Ach, verdammt, ich bin viel zu weit oben. Ich glaube, den Boden muss ich aus, mache ich aus normal Standard Netherrack? Nein. Ich muss nur in den... Ja gut, eine Minute kann man... Ich muss doch ein wenig überziehen. Ich muss nur nach Hause kommen. Oh mein Gott. Wenn jetzt ein Gas kommt, bin ich weg. Bin ich im Arsch. Da unten ist meine improvisierte Ding. Scheiße, wie weit oben bin ich denn? Bauen uns schön weiter. Ich bin leider ein wenig zu weit oben. Alter Vater. Alter Vater. Wie komme ich hier jemals wieder? Ja, gut. Nichts gesagt. Also wenn ich jetzt in die Lava fallen würde, wegen irgendeinem Bug, dann würde ich mir alles, was ich gesammelt habe, und die 30 Level nochmal ercheaten. Weil so ein Bug, ey, sowas ist richtig, richtig, richtig kotzig in so einem Moment. Dann würde ich echt die nächste Woche würde ich keinen Bock haben, Minecraft zu zocken. Verstehst du, oder? Ja, verstehe ich. Glaube ich. Ich drück grad so hart auf die Shift-Taste, weil ich so ein Schiss habe. Ja, das kenne ich. Es ist wie bei mir, wie ich zum ersten Mal Slender gespielt habe. Da ist so hart auf den W-Knopf gedrückt, dass mir die Hand fast verbrannt ist. Der Finger, weil mein Laptop so warm geworden ist, aber jetzt habe ich den Rechner. So, Nether-Festung, Nether-Turm hätten wir. Also den Eingang zumindest. So, netter Turm ja, und das können wir von der Festung. Einmal die Hälfte vom Leben. Ist fertig. So. Jetzt muss ich in die Richtung laufen. Gut, ich bin gleich da, ich bin fast am Ende. Also kommst du gleich wieder. Hä? Nee, ich bin fast, ich bin fast jetzt wieder aus dem Nether draußen. Aha. Da ist das Gammelhaus. Alter, so ein Glücksgefühl, ey. Ich krieg gleich einen Orgasmus dafür. Wir sollten eine automatische
Eier-Shooting-Maschine einbauen. Ja, halt kann immer ich wieder machen. Ist ziemlich easy. Soll ich dir erklären? Ja, so eine Glock bauen ist einfach. Ich weiß schon, wie das geht, aber...